Wenn ihr mein 500.000 Abonnenten-Special gesehen habt, dann habt ihr sehr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass eine neue Videoreihe auf diesem Kanal starten wird. Eine, die ausschließlich Star Wars Legends behandelt. Ihr erkennt solche Videos dann immer direkt am eindeutigen Thumbnail. Dem Hardcore-Star Wars-Fan ist der Unterschied zwischen Kanon und Legends natürlich bekannt. Doch mich erreichen immer wieder Nachrichten, dass junge oder neue Star Wars-Fans bei der Thematik etwas überfordert sind. Weswegen ich, bevor ich solch eine Star Wars Legends-Videoreihe starte, alle Zuschauer auf denselben Wissensstand bringen möchte, damit es keine Verwirrung gibt. Um das alles besser verstehen zu können, müssen wir die gesamte Star Wars Saga, also nicht nur die Filme, sondern alles, Bücher, Comics, Spiele, als eine Reihe von Geschichten betrachten, welche von vielen verschiedenen Menschen geschrieben wurde. Auch wenn einige dieser Geschichten als zuverlässiger als andere gelten, werden sie alle als Teil der gesamten Story betrachtet. Und natürlich kommt es bei hunderten, wenn nicht gar tausenden Geschichten mal vor, dass Kontinuitätsfehler auftreten. Was völlig normal ist, da unterschiedliche Autoren auf ihre eigene Art erzählen und gar nicht die Zeit und Ressourcen haben, alle Details auf jede bereits vorhandene Geschichte abzustimmen. Genau aus diesem Grund wurde das Expanded Universe geschaffen. Eine Erweiterung von George Lucas' originalen Star Wars Universum, welche zwar schon zur gesamten Geschichte dazugehört, aber nicht so sehr mit den 6 Filmen und später auch Clone Wars verankert ist. So erweitert das Expanded Universe die Filme von über 36.000 Jahren vor Episode 1 mit den Dawn of the Jedi Comics bis 136 Jahre nach Episode 6 mit der Legacy-Reihe. Lucasfilm gab dann 2014, also bereits nach der Übernahme von Disney, bekannt, dass das Expanded Universe in Vorbereitung auf die bevorstehende Fortsetzung der Filme in Legends umbenannt und nicht mehr für zukünftige Geschichten berücksichtigt wird. Vergangene Geschichten des erweiterten Universums werden von nun an mit einem Star Wars Legends Banner versehen und eine neue Kontinuität wurde hergestellt. Der Kanon. Bestehend aus den ursprünglichen 6 Filmen, The Clone Wars und dem gesamten zukünftigen Material ab dem 25. April 2014. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, war es auch gar keine so schlechte Entscheidung. Denn es macht schon Sinn, bei einer Fortführung der Filme auf Schauspieler der Originaltrilogie zurückzugreifen. Doch aufgrund der Tatsache, dass das Expanded Universe den Zeitraum nach Episode 6 bis 100 Jahre danach bereits abdeckt, haben sie keine Chance, ihre eigene Geschichte hier unterzubringen. Natürlich hätten sie einfach die bereits vorhandene Geschichte verfilmen können, welche von den Sequels eigentlich gar nicht mal so sehr abweicht mit dem Sohn von Han und Leia, welcher der dunklen Seite verfällt und dem zurückgekehrten Palpatine, aber spätestens bei den Yuuzhan Vong wären vermutlich die meisten Casual-Fans ausgestiegen. Obwohl der Großteil des Expanded Universe nicht in den Kanon aufgenommen wurde, bleibt es dennoch eine wichtige Ressource für neue Star Wars-Inhalte. Also wirklich, es gibt eigentlich keinen neuen Star Wars Content, bei welchem nicht auf Legends zurückgegriffen wird, wodurch diese alten Elemente wieder neu in den Kanon eingeführt werden. Heute ist das einzige Legends Produkt, welches immer noch weiterentwickelt wird, das Online-Rollenspiel Star Wars The Old Republic. Auf eine gewisse Art und Weise gab es Star Wars Legends eigentlich schon immer. Dabei kann ich den Grund der Spaltung auch verstehen, dass Lucasfilm einfach neue Geschichten veröffentlichen will, ohne dabei auf teilweise 40 Jahre alte Bücher Rücksicht zu nehmen, welche dann unter anderem auch noch voller Kontinuitätsfehler sind. Übrigens, diese alten Geschichten wurden zwar nicht von, aber über Lucasfilm veröffentlicht. Das heißt, es konnte damals nicht jeder eine Geschichte dem Expanded Universe hinzufügen. Ich habe euch in der Beschreibung einen Link mit allen kanonischen Star Wars Werken verlinkt, bei welchen ihr nachschlagen könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Inhalt Kanon oder Legends ist. Kurz und knapp kann man sagen, alles was vor April 2014 veröffentlicht wurde, mit der Ausnahme der Filme und Clone Wars ist Legends, der Rest ist Kanon. Also das Spiel The Force Unleashed, erschienen 2008, Legends. Star Wars Rebels, erschienen 2015, Kanon. Das Buch der Sith, auch wenn das Buch auf Deutsch 2017 neu aufgelegt wurde, kam es original 2012 raus und ist somit Legends. Die alte Thrawn-Trilogie? Legends. Die neuen Thrawn-Bücher? Kanon. Knights of the Old Republic? Legends. Die Lego Star Wars Skywalker-Saga?
Ja, knifflig, da das Spiel 2022 erscheinen wird. Aber die Lego Star Wars Inhalte sind für die Star Wars Timeline nicht relevant und somit weder Kanon noch Legends, sondern stehen einfach für sich. Ähnlich auch wie Star Wars Visions. Ich hoffe, dass ich euch diese Thematik gut und verständlich erklären konnte, dass ihr meine neue Star Wars Legends Videoreihe maximal genießen könnt. Mein nächstes Video der Reihe, in welcher ich euch die verschiedenen Ären in Star Wars Legends erkläre, habe ich euch hier rechts verlinkt. Sowie ein Video über jeden Darth, der jemals existierte. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.